Hallihallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Gibt es bald keine Milchprodukte mehr in Kanada? Wir klären auf. Hallihallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Ja, seit ein, zwei Tagen geht ja einiges durchs Internet, ob Milch Gift ist. Ihr kennt unsere Meinung zu dem Thema sicherlich. Ich kann euch gerne nochmal alle Videos, die wir zu dem Thema bisher gemacht haben, unten verlinken. Und zusätzlich verlinke ich euch nochmal die ganzen Videos, die Dr. Med Petra Pracht gemacht hat zu dem Thema. Auch unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal auf ihrem Kanal gucken. Und ja, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wie das aussieht. Und ich lese euch mal jetzt was aus einem Blogpost vor. Und zwar ist das vegan.eu. Das habe ich relativ schnell gefunden und der ist relativ neutral gehalten. Ernährungspyramide in Kanada bald ohne Sahne, Butter und Milch. Die kanadische Regierung überarbeitet derzeit ihre Ernährungsrichtlinie und es sieht so aus, als würde die Ernährungspyramide in Kanada bald ohne Sahne, Butter und Milch auskommen. Für die Überarbeitung befragte die Regierung die Bevölkerung und verarbeitet das Feedback nun in den Leitsätzen und Empfehlungen. Die neue Pyramide von Canada's Food Guide Resources wird ab Anfang 2018 eingeführt, also wahrscheinlich sehr bald. Regelmäßig Obst und Gemüse empfohlen. Health Canada empfiehlt der Bevölkerung die regelmäßige Einnahme nahrhafter Lebensmittel als Grundlage für eine gesunde Ernährung. Darunter fällt der regelmäßige Konsum von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und eiweißreichen Lebensmitteln. Hier insbesondere Proteine aus pflanzlichen Eiweißquellen. Zu den eiweißreichen Lebensmitteln gehören Hülsenfrüchte wie Bohnen, Nüsse und Samen, Sojaprodukte einschließlich angereichertes Sojagetränk. Es werden zwar auch tierische Produkte genannt, aber erst nach den pflanzlichen. Ein ganz großer Schritt. Was das für die Kanadier bedeutet. Die Mehrheit der Kanadier isst nicht genug Gemüse, Obst und Vollkorn und viele trinken zuckerreiche Getränke. Notwendig ist eine Verlagerung hin zu einem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, ohne dass tierische Lebensmittel unbedingt ausgeschlossen werden müssen. Eine Verlagerung hin zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln wird den Kanadiern direkt empfohlen. So sollte der Anteil an ballaststoffreicher Nahrung erhöht werden und weniger rotes Fleisch wie Rind, Schweine, Lamm und Ziegenfleisch gegessen werden. Sahne, fettreicher Käse und Butter sollten durch Lebensmittel, die überwiegend ungesättigte Fettsäuren enthalten, wie beispielsweise Nüsse, Samen und Avocado, ersetzt werden. Hier geht es noch weiter in dem Artikel. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch den mal nachlesen. Da ist auch nochmal die Guiding Principles hier verlinkt vom Government of Canada, wo das alles auch nochmal ein bisschen drin steht. Wir sind sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, was bedeutet das für uns als pflanzenbetonte Esser, als wir als Veganer, für euch vielleicht nur als Vegetarier oder als vegan interessierte Menschen? Es verändert sich was. Ja, wir haben ja auch eine Ernährungspyramide in Deutschland, die ist nicht so sonderlich toll. Ja, sehr basiert schon fast auf Milchprodukt. Natürlich soll man immer viel Gemüse essen und so, aber dann kommen gleich die Milchprodukte und solche Geschichten. Hier ist es jetzt so, dass die Proteine im Prinzip die Pflanzen rücken vor und die tierischen Sachen drücken nach hinten. Das finde ich sehr, sehr gut. Das war's von uns zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Schaut euch doch nochmal diesen Artikel an. Guckt euch mal die Videos an, die wir unten verlinkt haben. Da wird auch alles über Milch nochmal so erklärt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und ciao.